Okay, bilde ich mir das ein oder ist Fabian kommt langsam so ein bisschen so dieses, eigentlich ist es eine kleine sexuelle Wurst und will jetzt alles wissen und ist jetzt gerade so ein bisschen, oh ja, Fetische und Sex und spicy am Leben und wie ist es mit Zusammenziehen und erkenne da so ein bisschen Muster. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Aljoscha, so wie mein Kanal. Das hier ist ein Holzlöffel, der lag hier gerade. Ich habe ihn da hingelegt. Das hier ist mein Getränk der Wahl heute. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch ein Getränk nehmt, euch zurücklehnt, Kaffee, Tee. Was gibt's denn noch? Gibt's nur Kaffee und Tee? Nee, es gibt noch andere Getränke. Suppe. Weiß ich nicht. Für mich sind Suppen einfach nur eingedickte Getränke. Genießt die Zeit. Genießt die Zeit. Aber wir gucken jetzt die 5. Folge Prince Charming und ich freue mich schon. Wisst ihr was? Es ist immer noch so, dass fast alle meine Videos mehr Aufrufe als AbonnentInnen haben. Und das ist aus meiner Perspektive verkorkst. Deswegen wäre es mega cool, wenn ihr Lust habt, auf Abonnieren zu drücken und auf die Glocke, weil dann werdet ihr auch informiert, wenn neue Videos kommen. Und in der Regel sind es 2. Jetzt die Woche war mal ein bisschen viel los. Das kommt mal wieder vor. Wie immer, wenn ihr die ganze Folge gucken wollt, ich habe euch unten den Link zu RTL Plus reingemacht. Da könnt ihr klicken und dann könnt ihr die ganze Folge gucken. Eine Sache noch, bevor es weitergeht. Unter dem letzten Prince Charming Video hatte eine Person kommentiert und gesagt, ey, ziemlich problematisch, dass Casino-Glücksspiele so verherrlicht werden. Und das stimmt. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen würde ich es gerne nochmal nachschieben und auch da nochmal kurz ins Bewusstsein rufen. Glücksspiele sind super problematisch und es gibt eine sehr hohe Rate an Sucht, was das Thema angeht. Ich finde nicht gut, dass es in irgendeiner Form verherrlicht wird und dargestellt wird, als wäre es irgendwas total sexy, geiles, was natürlich oft passiert, gerade wenn man es irgendwie mit James Bond assoziiert. Ja, aber jetzt fangen wir mal an, wa? Und diese Männer kämpfen um das Herz von Prince Charming. Leon. Eigentlich wäre es lustiger, wenn das jetzt nicht eingeblendet wäre und ich raten müsste. Ich habe das Gefühl, dass ich mir pro Folge einen Namen mehr merken kann und eine Person oder 2 Personen weniger da sind. Und eigentlich wirkt das sehr in meinem Vorteil. Sehr zu meinen Gunsten, oder? Also werden immer Leute rausgekickt und es wird immer wiederholt und ich werde mir mal eine Person vielleicht mehr merken können. Ein neuer Morgen auf Rhodos. Der Hahn kräht schon in aller Frühe. Ja, hallo, die Lodido. Ist das nicht letzte Folge schon so gewesen, dass RTL gesagt hat, hey, tanzt mal bitte, wir lassen die Gay-Playlist von Spotify laufen. Das letzte Mal war es Britney, jetzt ist es Cher. Eine feste Verabredung hat Nico für heute versprochen bekommen. Okay, die letzte Folge hat ja so ein bisschen mit einem Cliffhanger geendet, ne? Dass der Fabian ja gesagt hat, Nico, du kriegst dafür das nächste Mal ein Date. Und da habe ich so gedacht, oh, das ist natürlich super, aber potenziell auch wieder Drama. Let's see. Ich gönne dir das richtig, aber ich will auch, ehrlich, ich will mir ein fucking Date haben mit ihm. Ganz ehrlich, Leute, es ist jetzt die 5. Folge, das bedeutet der 5. Tag. Und realistisch gesehen, überlegt mal, wie wenig Zeit die einzelnen Menschen dort mit Fabian überhaupt verbracht haben. Und wie viel Zeit die miteinander verbringen. Man könnte jetzt mutmaßen, dass das Konzept darauf ausgelegt ist, dass die untereinander was haben, vielleicht auch irgendwie sich anzicken und Stress haben, der künstlich erzeugt werden soll. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen. Wir alle hatten sicherlich schon einmal Phasen, in denen wir das Gefühl hatten, in hunderte Einzelteilen zu zerbrechen. Doch auch aus etwas Zerbrochenem lässt sich Neues schaffen. Lasst uns dies heute gemeinsam tun und ein Zeichen dafür setzen, dass wir nicht alleine sind und egal wie schwer die Zeiten auch sein mögen, darauf vertrauen, immer den Kleber zu finden, der alles wieder zusammenfügt. Soll ich mal sagen, wer heute auch einen Kleber braucht? Ich. Wisst ihr auch warum? Ich war heute bei meinen Eltern zu Besuch, habe mit denen gesprochen und Kaffee getrunken und sonst irgendwas und irgendwann sagt meine Mutter zu mir, du hast einen Riss in der Hose und zwar richtig schön am Arsch. So, und wisst ihr, was für eine Unterhose ich heute angezogen habe? Eine pinke. So, bitteschön. Da. Die Hose ist im Arsch. Jetzt fragt ihr, warum ich die noch anhab? Ja, weil das eigentlich egal ist, was hier unten ist, wenn ich euch das nicht gerade zeige. Habe ich jetzt aber und jetzt will ich auch nicht mehr darüber reden. Dennis F. Endlich! Leon! Oh, wir gehen zusammen. Ach, schön, das wird ein Fest. Markus. Und Manuel. Hör mal, die Date Queen hier. Ja, wirklich, 3 in Folge. Yes!
Drittes Date. Ich würde tatsächlich auch gerne mal wissen, inwieweit das quasi RTL und wirklich Fabian entscheiden. Weil ich, wie gesagt, mir vorstellen kann, dass es zum einen natürlich auch die Leute ein bisschen, naja, wütend macht, emotional traurig, anfälliger für Stress, für Sachen, die spannend anzugucken sind in der Sendung, ne? Weil es irgendwelche emotionalen Ausbrüche gibt oder irgendwas, womit man letztlich Aufmerksamkeit generieren kann, I guess. Und zum anderen frage ich mich, weil es ist ja schon jetzt auffällig, dass es bestimmte Leute gibt, die quasi noch gar kein Date richtig hatten, wie zum Beispiel Joel, und andere schon drei. Und ja auch offensichtlich immer noch da sind. Also ich würde mich als außenstehende Person auch fragen, wie kann es sein, dass eine Person schon drei Dates hatte, nach fünf Tagen eine andere Person aber noch gar keine Dates hat, aber noch drinnen ist. Man könnte ja sonst auch sagen, okay, Joel, du bist nicht mein Typ, ich fand dich nicht spannend, dann kicke ich dich raus. Aber wieso wartet man erst bis Folge 6, 7, 8, wann auch immer, um dann eventuell ein Date zu machen, aber die Person drin zu lassen? Genauso unfair wäre es, ihn natürlich jetzt rauszukicken, weil ehrlich gesagt, die haben sich ja gar nicht kennengelernt. Kein Regen weit und breit, schönster Sonnenschein, einen prächtigen Regenbogen gibt es trotzdem. Heute wird's kreativ. Wir werden einen Regenbogen aus farbigen Mosaiksteinen basteln. Und ich werde darauf achten, wie die Teamdynamik ist. Und ich hoffe, dass Markus vielleicht sich da auch noch mal ein bisschen offener zeigt. Ja, ich finde ehrlich gesagt, Markus hat sich sehr offen gezeigt, aber vielleicht ist es bei Fabian ja auch gar nicht so richtig angekommen. Man hat den Teil ja auch gar nicht gesehen, der hinter den Kulissen passiert ist, ne? Ich glaube, Markus ist ganz schön eingeschüchtert jetzt von der Situation. Ich weiß ja auch, man weiß ja auch nicht so richtig, was die ganze Zeit, wie die Dynamik weiter so ist zwischen denen, weil er jetzt gar nicht mehr so viel gezeigt wurde. Genau, dann wäre hier das Mosaik. Es gibt übrigens immer eine Folge, wo irgendwas mit Regenbogen gemacht wird oder Regenbogenflagge mit Anmalen oder Basteln oder sonst was. Eine Folge, wo Vulven oder Penisse gemacht werden. Ich bin mal gespannt, ob das auch noch kommt, weil dann wäre das auch wieder erfüllt. Aber das kann ich auch wieder kommentieren. Die Regenbogenfahne steht für mich für Vielfalt und auch Fröhlichkeit. Und das sind ja Vielfalt. Lass mal kurz überlegen, wo es keine Vielfalt gibt. Ha. Ach ja, bei der Folge bei den Kandidaten. Ha. Wie ist es so bei euch mit dem Thema Queer? Ich finde, in den letzten Jahren ist das Thema nochmal extrem präsent geworden und auch diese nochmal Vielfalt in der Vielfalt. Also genau. Zum Beispiel, dass eine Regenbogenflagge nochmal auch um Farben erweitert wird, dass es ein Schwarz gibt und ein Braun und so, was denn so? Also es gibt so Regenbogen mit so Farben und da sind auch so andere Farben dazugekommen und so auch so Farben und so. War das richtig so? Hab ich alles gesagt? Offen, ich finde, jeder muss gehört werden. Sorry, shady, aber true. Jedem sollte man eine Stimme geben. Allerdings bin ich so in meiner Grundeinstellung so, dass wir uns viel mehr vereinen. Ich stimme dem nicht zu. Nicht jeder Mensch muss gehört werden und nicht jeder Mensch braucht eine Stimme. Ich muss weder Nazis noch irgendwelchen extremen Leuten, die Hass und sonst irgendwas verbreiten, eine Stimme geben. Weder muss ich denen zuhören. Hass und Diskriminierung ist keine Meinung und braucht auch kein Gehör und braucht auch keine Plattform. Weil ich glaube, wir verfehlen auch in der Community, dass wir das Gesamtziel erreichen, weil wir uns so sehr zersplitten in kleine Gruppen und gar nicht das große Ganze sehen. Weil würden wir einfach eine einfache Mehrheit bilden, könnte man halt vielleicht die böse Mehrheit stürzen. Einfach. Ja, und wir hangeln uns an so Einzelinteressen, auch noch mit den Frauen zusammen. Ich finde, wenn man das größere Ganze sehen würde, eine komplette Gleichberechtigung vor dem Gesetz, egal wie man sich definiert, welche Sexualität man hat, würde man schneller das erreichen, was man braucht. Ich habe nicht so 100% verstanden, was er meint, weil es so sehr allgemein gefasst ist. Also ich würde es gerne ein bisschen konkreter verstanden haben, weil natürlich gibt es Teilaspekte, wo ich sage, ja, ich verstehe das. Manchmal sage ich das auch, dass wir uns in Sachen verlieren, anstelle quasi an einem Strang zu ziehen. Aber ich finde es mega wichtig, wenn wir an diese Privilegienpyramide denken, die ich irgendwann mal gesagt habe. Eigentlich müsste die Privilegienpyramide umgekehrt sein. Also je weiter oben, desto weniger privilegiert ist ein Mensch und desto weniger repräsentiert auch in der Gesellschaft und je weiter unten, desto mehr repräsentiert und desto privilegierter sind Menschen, also weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Und bevor jetzt irgendwelche Menschen, die meine Videos neu gucken und mich noch nicht kennen, mir in die Tasten schon hauen und sagen, ich habe aber auch nicht leicht gehabt. Bei Privilegien geht es nicht darum zu sagen, du hattest ein leichtes Leben. Es geht nur darum, dass ein weißer, heterosexueller Cis-Mann sich mit vielen Themen nicht auseinandersetzen musste, weil er damit nicht konfrontiert wurde. Zum Beispiel nicht mit dem Thema Rassismus, mit dem Thema Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, wenn man dann auch noch dünn und able-bodied ist, also keine Behinderung hat, wenn man wohlhabend ist, dann kommen noch viele andere Sachen dazu. So, ne? Und je weiter oben wir sind, desto nerviger empfindet die Gesellschaft das oft, wenn da auch noch was ist. Oh, jetzt gibt's auch noch das Nicht-Binär. Oh, jetzt müssen wir auch noch Pronomen. Und wir sehen das oft als Stressfaktor, weil es unbequem ist, weil wir das Gefühl haben, es kommen immer mehr Sachen dazu und sehen es oft nicht als Chance. Und das heißt nicht, dass wir innerhalb der Community nicht auch Dinge kritisieren sollten und müssen und auch versuchen sollten, mehr an einem Strang zu ziehen. Dem gebe ich recht. Ich will einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass ich das etwas allgemein und schwierig formuliert finde. Da müssen wir auch bei uns in der Gruppe immer selber anfangen, uns sich selber auszugrenzen. Sei es jetzt, ob du aktiv oder passiv bist, sei es jetzt, ob du muskulös oder mehr feminin bist oder ja, wie auch immer. Und
da müssen wir anfangen aufzuhören, uns gegenseitig auch noch das Leben schwer zu machen. Weil dann kommen wir am Ende des Tages ja auch nicht weiter. Ich glaube, was er sagt, ist ein bisschen ähnlich. Das überschneidet sich. Und er hat natürlich recht in dem, und das haben beide auch, in dem sie sagen, dass wir innerhalb einer marginalisierten Minderheit nicht frei von diesen Denkmustern sind. Ich gehöre zu einer diskriminierten Minderheit. Ich bin schwul, ich habe Migrationshintergrund. Aber ich bin ein Mann, ich genieße männliches Privileg. Ich habe das Privileg der Bildung. Ich bin able-bodied, ich bin aber einen enorm schönen Körper. Entsprechend sind viele Dinge, betreffen mich trotzdem nicht. Ich möchte einfach nur sagen, dass wenn Menschen diskriminiert oder marginalisiert sind, dass sie nicht frei von diesen problematischen Denkmustern Macht gibt. Das ist bei mir genauso. Wir haben alle diese Muster in unterschiedlicher Ausprägung internalisiert und verinnerlicht. Also sei es jetzt Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Fettfeindlichkeit, alles tief in der Gesellschaft verankert und entsprechend ist es total wichtig anzuerkennen, dass wir das selber auch haben. Ich glaube, wir können es erst angehen, wenn wir selber verstehen, dass wir Teil des Problems sind. Wenn wir das nicht tun, dann schieben wir die Verantwortung immer ab von uns und auf andere. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, ich weiß, dass ich es tief verankert habe und ich möchte daran arbeiten, ich möchte diese Muster erkennen, ich möchte mit Menschen sprechen, die davon betroffen sind, ich möchte dazulernen und ich möchte es als Chance sehen. Und dann möchte ich ein Mosaik-Regenbogen-Ding bauen. Wir gehen halt auch immer schon sehr stark in die Konfrontation, gerade CSD. Ich finde das, also ich für mich persönlich, das ist einfach übertrieben. Das ist, auf der einen Seite wollen wir einfach den Leuten sagen, hey, wir sind genauso normal wie ihr auch. Oh, das geht jetzt gerade in eine Richtung, die ich gar nicht gut mag. Viele haben da eine gewisse Scheu und eine gewisse Angst. Und je mehr wir aber Vollgas geben und auffällig sind, desto mehr Angst haben die vielleicht auch und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, jede Art und Weise, wie du dich fühlst, auszudrücken, repräsentiert zu sehen. Solange du keinen damit verletzt, hat das alles eine Berechtigung, weil es aus dir selbst herauskommt. Und ich verstehe, dass Leute, die sozialisiert werden in einem relativ konservativen Umfeld, sich damit nicht identifizieren können und diese Auslegung dann immer emotional so eine Reaktion hervorruft. Okay, ich könnte es auch dagegen argumentieren können, sagen, was habe ich halt für ein übergeordnetes Ziel. Und wenn mein übergeordnetes Ziel irgendwie Toleranz ist und ich mit vollem Widerstand zu jemandem hingehe, was, dann kriege ich erstmal Abwehr. Also ich sag mal so ein bisschen so, sich soft ranzutasten und dann mehr zu zeigen, fände ich besser, als voll zu sagen, in your face, this is it, love it or leave it. Und dann sind die Leute halt oft so, die kriegen Angst und dann sagen so, okay, nee, das ist schlecht, das ist schlimm. Ich sage jetzt mal ganz kurz meine 5 Cent dazu. Auf jeden Fall eine spannende Unterhaltung, hab nicht gedacht, dass es in die Richtung geht. Das, was Markus gesagt hat, ist so ein bisschen Pick-Me-Queer. Und also Pick-Me-Vibes bedeutet, man möchte einfach möglichst diskriminierungsfrei leben und möchte niemandem irgendwas auf die Nase binden, sondern einfach das möglichst normalisieren. Das funktioniert allerdings nur, wenn man relativ cis-hetero-passing ist. Bedeutet, wenn man gesellschaftlich gesehen als weiß und cis und heterosexuell gelesen gesehen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man safe und unerkannt, und unerkannt bedeutet ohne Diskriminierung oder mit wenig Diskriminierung, durch den Raum laufen kann. Raum, sage ich jetzt in Bild. Das trifft zum Beispiel auch größtenteils auf mich zu. Und das ist das, was Menschen Angst macht, wenn man die Komfortzone mal verlässt, wenn ich mal Nagellack trage. Und das sind bei mir nur Kleinigkeiten, wenn ich mal Make-up trage, wenn ich die Vorstellung, High Heels zu tragen. All diese Sachen lösen in mir natürlich Angst aus, weil ich einen sicheren Raum verlasse. Weil diesen Raum habe ich mir natürlich antrainiert. Das ist ja ein Schutzpanzer, den ich mir angelegt habe und Markus auch. Es mag sein, dass Markus auch einfach so ist. Dennoch finde ich es natürlich total schwierig, aus einer privilegierten Position anderen Menschen das abzusprechen. Denn der CSD ist nicht nur eine Party. Und selbst wenn, ganz ehrlich, nach all diesen Jahren an Scheiße, die bis heute passiert, hätten wir auch einfach mal eine Party verdient. Unabhängig davon, darum geht es ja gar nicht, es geht ja wirklich um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit von verschiedenen Lebensrealitäten. Es geht darum, dass an einem Tag Machtverhältnisse ausnahmsweise mal umgekehrt sind. Dass wir eine Mehrheit darstellen und uns frei ausleben dürfen und dass Menschen uns sehen und Menschen das verstehen, hey, es gibt uns in allen Facetten, in allen möglichen Facetten. Sichtbarkeit schafft neue Normalitäten und neue Normalitäten helfen, Diskriminierungserfahrungen zu reduzieren. Es bedarf natürlich auch noch Schutzmechanismen, aber das ist erstmal das. Und das, was Fabian sagt, geht in eine ähnliche Richtung, im Sinne von, ja, wir müssen die Leute ja langsam rantasten lassen. Leute, es geht hier um Diskriminierung und um Identität von Menschen. Es ist so, als ob man jemandem sagt, hey, sei mal nicht ganz so doll du selbst, weil sonst findet die absolute Mehrheit das ein bisschen anstrengend. Nein, das geht nicht. Und das ist die Aufgabe der Community,
da, andere zu schützen. Nicht nur der Community, sondern Allies, Verbündete, Menschen, die nicht betroffen sind, die nicht queer sind. Wir brauchen alle Menschen, die diesen Menschen den Rücken stärken und sagen, hey, aufhören damit. Sichtbarkeit schaffen, indem sie diesen CreatorInnen folgen, indem sie Inhalte teilen, selber konsumieren, sich weiterbilden, andere weiterbilden. Das sind so viele Sachen, die gerade in mir hochkommen, weil ich merke, dass das echt schwierig ist, was da gerade gesagt wird. Das ist super vereinfacht und super privilegiert, was da gerade gesagt wird. Oh, ich brauche erstmal einen Tee. Selbstverständlich. Deswegen ist ja auch der Dialog so wichtig, damit die Leute auch mitgenommen werden gedanklich. Weil wenn du dann direkt so sagst, zack, jetzt ist das durch und so ist es. Klar, man kann... Hey, und Dialog ist total wichtig, immer. Ich bin immer für einen Dialog. Aber wir reden hier davon, dass andere Menschen einem die Identität und die Art und Weise, wie wir leben wollen, absprechen wollen. Wieso müssen wir denn, die sowieso schon zu einer Minderheit gehören, die sowieso diskriminiert werden, die eine höhere Rate an körperlicher und psychischer Gewalt erfahren, jetzt auch noch diejenigen sein, die Rücksicht auf die anderen nehmen, weil es ihnen eventuell zu schnell geht? Ihr seht, dass da schon ein bisschen was verkorkst an der Ansicht ist, oder? Also ich verstehe, ich will ihm keinen Vorwurf daraus machen, ich möchte ihm keinen Strick daraus drehen, aber es ist natürlich auch leicht, das ist seine Perspektive zu sagen. Weil wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, und das gilt, glaube ich, für die meisten auch, würde niemand sagen, oh, Schwuchtel. Es mag sein, dass ihm das mal passiert ist. Das will ich gar nicht sagen. Aber mit Sicherheit nicht in der Frequenz, wie es anderen Menschen passiert. Die offensichtlich mehr von der Heteronormativität abweichen, wie wir sie kennen. Wenn ihr auch Jungs kennenlernt, also muss man auch immer gucken, ob das so sexuell passt, ne? Also checkt ihr das davor ab so? Fragt ihr dann direkt? Oder? Ich sag euch was dazu. Also erstens glaube ich, dass der Fabian es faustdick hinter den Ohren hat. Zweitens, ich glaube, dass bei sowas die Chemie total wichtig ist und ich finde, die spürt man irgendwann und Küssen. Und ich glaube, wenn die Küsschemie stimmt, dann stimmt, glaube ich, auch die Chemie im Bett. Das sage ich jetzt. Aber das ist auch jetzt erstmal nicht studienbasiert, sondern aus der Hüfte geschossen. Dennis, hast du mal Lust zu quatschen? Ja. Ich wollte mit Dennis alleine reden, weil er bisher noch keine Date-Chance hat und ich das Gefühl hatte, ich kenne Dennis mitunter am wenigsten. Ey, Leute. Diese scheiß Steingeräte, auf denen die gerade sitzen, ne? Ich weiß ja, ob ihr das kennt, aber das ist wirklich, als würde man sich auf einen fucking Sack an Nadeln und Skalpellen setzen. Das reißt einem komplett das Arsch und die Haut und sonst irgendwas auf. Ich finde das so unbequem. Ich stelle mir das richtig unbequem gerade vor, ne? Ich wette, die haben mir einfach nur gesagt, setzt euch mal da hin. Und die waren so, was meint ihr, wie meine Hose gerissen ist? Ich spüre was bei dir, was mich so anzieht und fasziniert, wo ich mehr wissen will. Ja, dann nimm doch jetzt mal den Finger aus meinem Po. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich auch weiß, dass mein Partner für sich so entfaltet, wie er sich dein Leben vorstellt. Ne? Vielleicht kannst du mal sagen, was wäre deine Lebensvision? Mein perfektes Leben ist viel Sehen, viel Liebe, viel Freude, wenig Schmerz, wenig Trauer. Da haben wir keine Zeit für, das wollen wir nicht. Und ich möchte eine schöne Zeit haben. Also, ich meine, irgendwie verwirrt mich das. Also ja, am Ende, niemand möchte Trauer, aber es ist halt ein essentieller und wichtiger Teil unseres Lebens. Und ich glaube, es gibt genügend so toxische Positivität im Internet, wo es so ist, ja, man kann alles, wenn man will. Und man muss sich einfach nur, man muss nur genau an das Positive denken und so. Nee, es ist halt auch voll, voll wichtig, negative Gefühle nicht nur zuzulassen, sondern auch anzuerkennen und zu verstehen, dass sie Teil unseres Lebens sind. Und es gibt sowas wie Depressionen, es gibt traurige Ereignisse, es gibt traurige Phasen und es ist völlig legitim und okay, das zu haben. Und Leute, ich habe das manchmal auch. Ich neige auch dazu, dass ich manchmal wirklich, mir geht es teilweise echt schlecht an manchen Tagen und ich bin da ehrlich mit. Und würde ich mir an den Tagen wünschen, dass es anders wäre? Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte an den Tagen aber besonders nett zu mir sein und sagen, hey, es ist halt jetzt heute so, du hast heute einen scheiß Tag. Es werden hoffentlich wieder bald bessere Tage kommen. Und ich habe Menschen, die toll sind, die für mich da sind. Aber ich hatte zum Beispiel witzigerweise heute und auch die letzten Wochen immer mal wieder so richtig schlechte Tage, in denen ich richtig meinen Imposter gekickt hat und ich so dachte, ich bin nicht gut genug, was ich mache, reicht nicht. Und ich habe super Selbstzweifel gehabt. Ich habe Tage, an denen möchte ich nicht in die Kamera gucken. Dann gehe ich auf Instagram und sehe voll viele CreatorInnen, die irgendwie so 80, 90 Stories am Tag posten, wo sie reinreden und machen und Reels machen und so viel. Und ich denke mir nur so, oh Gott, das überfordert mich. Ich kann das gar nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich leiste nicht genug. Und ja. Und ich glaube, es ist halt voll wichtig, das auch anzuerkennen. Und ich stelle mir nur gerade vor, es geht jemandem nicht so gut. Und man guckt das. Und man sieht, dass Dennis irgendwie so sagt, ja, ich möchte keine Negativität, ich brauche das nicht, das brauchen wir nicht. Dann würde ich so denken, es würde halt wahrscheinlich was in mir auslösen, weil ich tatsächlich heute auch nicht so einen guten Tag hatte. Also es ist jetzt wieder besser, keine Sorge. Aber ich möchte einfach, dass alle, die da draußen heute keinen guten Tag haben, versteht, dass es völlig okay ist und dass es normal ist und dass das so sein darf. Nice. Cheers auf unser Kunstwerk, ne? Ja, ich hab mega Spaß mit euch. Cheers. Lol, die Hose sieht einfach so aus wie das Mosaik. Sollen wir nicht hier mal dich wieder zurücknehmen und zu den anderen gehen? Ja.
war schön. War einfach schön. Kann gut küssen, der Gute. Fabian. So. Ich habe noch eine Krawatte dabei. Und die Krawatte möchte ich gerne übergeben an Dennis. Look at you. Yes, yes. Magst du die Krawatte annehmen? Eine grüne. Natürlich. Eine Farbe. Ich leg dir die einfach mal. Und Dennis so, super, hey, super gerne nehme ich die Krawatte an. Danke schön. Vielen Dank euch für den coolen Tag. Kommt gut nach Hause, wir sehen uns bald. Ich weiß nicht, ob RTL schon die sechste Staffel produziert oder die dritte Staffel Princess Charming oder was ihr macht da draußen, ne? Aber ich habe es auch in der ersten Folge schon mal angesprochen. Please, please, falls ihr am Drehen seid, es ist nicht zu spät, die intersex-inklusive, progressive Pride Flag überall dahin zu ballern, anstelle von der veralteten. Hat Fabian sogar selber gesagt, dass es jetzt neue Farben gibt. Nach dem Date ging es mir so entspannt auch gleichzeitig, weil ich ja kurzzeitig mal die Füße hochlegen kann und weiß, okay, der Gute will mich auch. Hä, aber warte mal, ich habe jetzt irgendwie die Krawatte anders verstanden. Ich habe gedacht, die Krawatte bedeutet, dass er jetzt das Einzeldate hat. Und ich dachte doch eigentlich, dass... Hä? Wir haben einfach nochmal so ein paar Themen grob angerissen, so was die Vorstellung vom Leben ist, seine, meine. Aber als ich dann da saß mit ihm, dann habe ich in dem Moment auch unglaublich viel Bullshit geredet, denke ich mir so im Nachhinein. Okay, also dann muss ich das vielleicht auch nochmal einmal gerade rücken. Ich wollte Dennis auch, das ist übrigens immer wichtig, ne? Das ist kein persönlicher Angriff an die Leute, wenn ich was kritisiere. Ich kann mir vorstellen, dass das ein immenser Druck ist, in dieser Sendung zu sein. Wenn man das vorher noch nie gemacht hat, mit Kameras, ungewohntes Setting, dann ist der Prinz da, der irgendwie diese krasse Figur darstellt, vor der man Respekt und Angst hat. Dann ist man auf einem Einzeldate, man hat Erwartungen oder man denkt, die Person hat Erwartungen, die Leute, die zugucken, haben Erwartungen. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin ganz aufgeregt. Dann hat er selber gesagt, er ist ein schüchterner Typ. Also bitte, das ist keine Kritik. Trotzdem ist es mir wichtig, weil die Inhalte ja ausgestrahlt werden, etwas dazu zu sagen. Okay? Also falls irgendjemand da draußen auf die Idee kommt, seid bitte immer vorsichtig mit Kritik und Meinungen über andere Menschen im Internet. Es sei denn, es ist die AfD oder so, ne? Das ist was anderes. Oh, Krawatte. Krawatte! Das ist die Krawatte. Du bist safe. Ja, also bist du dich safe. Automatisch in die nächste Runde befördert. Oh, ja. Okay. Ich hätte sehr gerne eine Vorab-Krawatte bekommen. Okay, ich hab's nicht verstanden gehabt, hey. Ich hab gedacht, die Krawatte bedeutet, er hat ein Date, das macht ja gar keinen Sinn. Sorry, hey. Und ja, das soll Teddy sein. Super, hey. Hat es die grüne Krawatte einfach so gegeben? Habt ihr nochmal rumgemacht? Ja. Aber diesmal richtig. Steht auf seinem Shirt Fleisch und im Hintergrund ist eine Frau mit einer Kuh. Fehlt da irgendwas oder steht da einfach wirklich nur Fleisch? Dennis S., bitte erklären Sie sich. Erklären Sie das bitte für mich. Dankeschön. Es steht natürlich immer noch aus, was wir machen. Für die. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt. Ich bin sehr gespannt. Okay, Nico, jetzt ist aufs Einzeldate. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich habe beim letzten Gespräch mit Nico festgestellt, dass wir beide gern gemeinsam kochen und Essen zubereiten. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde ihn mal hierher entführen und mache mit ihm Sushi. Veganer Sushi, veganer Sushi, veganer Sushi. Ich habe mir fast gedacht. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Hi. Das ist ja geil. Ne? Darfst du dich setzen? Ja, gerne. Und den Fabian wieder zu sehen, ist natürlich mega schön. Und ich glaube, wir haben eine richtig gute Zeit zusammen. Vielleicht stoßen wir erstmal an. Gerne. Auf ein schönes Date. Nur nochmal für alle Menschen da draußen, wenn irgendwie jemand eine Situation hat, in der ihr sagt, ich möchte keinen Alkohol trinken, dann sollte die Reaktion von der anderen Person sein, okay, was möchtest du denn? Wasser, Saft, sag einfach, worauf du Lust hast. Und umgekehrt, wenn ihr mit einer Person unterwegs seid, dann stellt ihr genau dieselbe Frage, okay? Also es sollte mehr als okay sein, keinen Alkohol trinken zu wollen. Ja. Lass einmal mal starten. Wie bei vielem im Leben braucht... Ich habe schon mal Sushi selber gemacht, auch veganisches Sushi. Und ich habe sogar schon mal, es gibt auch eine Variante mit Blumenkohl, rohem Blumenkohl, den man zerhäckselt mit Knoblauch und ein bisschen Mandelmus reinmacht, damit es klebt. Glaube ich, bin mir nicht mehr 100% sicher. Und dann ist das so eine Art Reis. Und das ist echt cool, weil das klebt und dann könnt ihr da Sachen reinmachen und ja, das war's. Sagen auf jeden Fall mal über 5 Mal, dass ich so ein Röllchen mal gedreht habe. Ja, tatsächlich klebt es noch nicht so gut bei mir. Schwierig, ne? Dann geht das.
Also wie schnell würdest du mit einem Partner zusammenziehen wollen? Also so Time-Labels oder so, davon sehe ich immer nicht so viel. Mhm. Ich finde, es muss halt einfach passen. Also ich finde es total gesund, wenn man erstmal auch sag mal, so seine eigene Wohnung behält. Meine Befürchtung wäre dann so ein bisschen, ziehst dann zusammen, gibst dir viel Mühe, dann bist du 2-3 Wochen total aufeinander und denkst so, boah, ich habe keine Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Also ich glaube, so ein Zeitpunkt zusammenzuziehen wäre für mich eher Jahre als Monate. Okay, das ist natürlich jedem Menschen selber überlassen. Ich glaube auch da, das Wichtigste ist einfach wieder kommunizieren. Und es ist okay, da unterschiedliche Bedürfnisse zu haben. Auch da, ich denke, in der Beziehung ist immer auch ein Kompromiss. Es ist ja nicht immer nur, hier ist meine Meinung, hier ist deine Meinung, let's go. Es ist ein Zusammenarbeiten, ein sich kennenlernen. Es ist auch Kompromisse finden. Ich glaube, wenn es ums Thema Rückzugsort geht, dann auch da ist es total wichtig, auch in einer Beziehung zu sagen, hey, ich möchte mich heute zurückziehen. Ich möchte heute mal nichts mit dir machen. Und auch das sollte normalisiert werden. Es ist natürlich auch okay, wenn ihr sagt, ich möchte 24/7 aufeinander kluppen. Und ich glaube, es ist völlig okay. Und auch, ich glaube nicht nur, dass es okay ist, sondern dass es auch normal und gesund ist, zwischendurch mal Abstand zu haben und zwischendurch mal mit den eigenen Gedanken zu sein und Zeit für sich zu haben oder Zeit mit FreundInnen zu verbringen. Das ist ganz normal und ich glaube sogar, dass es gesund für die meisten Beziehungen ist. Ja, das war ich, Dr. Senf, zu Ihren Diensten. Wenn es eine Beziehung länger geht, was wäre so dein Geheimnis, dass du sagst, oder dass die Erotik noch aufrechterhalten bleibt? Offenheit, würde ich sagen. Und halt auch einfach tatsächlich einfach immer mal wieder neue Dinge ausprobiert. Und das ist natürlich... Was hast du also ausprobiert? Hör mal. Okay, bilde ich mir das ein oder ist Fabian kommt langsam so ein bisschen so dieses, eigentlich ist es eine kleine sexuelle Wurscht und will jetzt alles wissen und ist jetzt gerade so ein bisschen, oh, Fetische und Sex und spicy am Leben und wie ist es mit Zusammenziehen und erkenne da so ein bisschen Muster. Wenn Liebe wirklich durch den Magen geht, sollte jetzt besser nichts schief gehen. Komm mal essen. Sushi war erstaunlich lecker. Ich war stolz auf uns. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut schmecken wird. Ich hatte schon Angst, dass das vielleicht nichts wird. Ich habe früher gesagt, keine Kinder, keine Kinder. Mhm. Aber nicht, weil ich nicht Kinder mag, sondern eher, weil ich sehr viel Respekt habe vor der Verantwortung des Elterndaseins. Mhm. Inzwischen denke ich da ein bisschen anders drüber nach, glaube ich auch, weil ich noch mal gute Vorbilder habe. Inzwischen denke ich, ich mag keine Kinder, sagt er jetzt. Nee, Schatz. Meinem Freundeskreis tatsächlich, selbst auch mit schwulen Paaren, aber auch Heteropaar oder auch in meiner Familie. Und ich kann mir das auch total gut vorstellen. Hey Leute da draußen, wenn ihr keine Kinder haben wollt, dann ist das völlig okay. Vor allem an alle weiblich sozialisierten Menschen da draußen. Ihr müsst, wenn ihr nicht wollt, keine Kinder haben. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man das nicht möchte. Und die Gründe haben niemanden zu interessieren, okay? Ich zum Beispiel möchte auch keine Kinder. That's it. Mann, also adoptierst du oder gibt es da andere Wege? Ja, sonst Kinder sein, irgendwie, die von dir gezeugt wurden und so. Aber ich finde es... Also wenn ich es machen würde, ich würde einfach zur Edeka gehen und ich würde einfach gucken, dass irgendjemand gerade nicht aufpasst und einfach nehmen. Grundsätzlich toll und ich glaube, es ist auch gut, dass sich ein Leben mal ändert. Ich glaube, was immer noch ganz spannend zu wissen ist, ich habe ja selber ja schon mal so ein bisschen gedreht und ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit drauf geht, wenn man Sachen erstmal ein Setup machen muss und irgendwie die Kamera muss stehen und der Ton muss passen und das Licht muss passen und dann muss geguckt werden, wie das Bild aussieht und dann muss man im Zweifel nochmal was neu machen. Dann darf im Hintergrund nicht lautes passieren, gerade Flugzeug oder so. Dann wird auch noch, wenn von der Seite teilweise noch Anweisungen gegeben. Also das ist zum einen sehr unerotisch, muss man einfach sagen, oft, glaube ich. Ich war jetzt nicht dabei. Und zum anderen frage ich mich halt, wie gut man sich da wirklich kennenlernt. Das ist halt wirklich krass. Mach's gut. Danke. Und auf bald. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. 3 Männer sind es, die bis jetzt mit Prinz Fabian rumgeknutscht haben. Kommt da noch einer dazu? Die Sonne geht auf. Zeit aufzustehen und den Duft des neuen Tages zu schnuppern. Die griechische Post war natürlich auch schon da. Die Zeit bei Prince Charming vergeht wie im Flug und ehe ihr euch verseht, ist diese aufregende Reise auch schon vorbei. Welche Reise hingegen nie endet, ist die Reise zu uns selbst. Was würde euer früheres Ich wohl denken, wenn es heute auf euch träfe? Bitte nehmt euch einen Zettel und schreibt darauf, was ihr eurem jüngeren Selbst sagen wollen würdet. Heute Abend könnt ihr diesen gerne zur Happy Hour in der Gruppe vorlesen. Yay, die White Night kommt. Das ist immer sehr emotional und schön. Kann er gleich noch was zu sagen? Ich glaube, heute werden sehr viele Tränen fließen. Ich selbst habe mir noch nie einen Brief geschrieben und ich glaube, die Worte müsste man sich selbst einfach auch öfter sagen. Ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe es nur in einem Podcast oder in einem YouTube-Video auch mal gesagt oder auf einem Instagram-Post, was irgendwie mega traurig ist, dass ich das nur so gemacht habe, aber ich habe mir selber noch nie einen Brief geschrieben.
Die einen texten sofort drauf los. Andere sind regelrecht sprachlos. Boah, ist das schwierig. Das ist kackenschwierig. Ja. Ich hatte tatsächlich vor kurzem eine Podcast-Aufnahme, wo ich sehr, sehr detailliert über mein Coming-out und alles, was ich so durchgemacht habe, die Gefühle und so sprechen musste. Und ich kann es nur bestätigen. Und das, was wir hier gerade sehen, zeigt ja auch einfach nochmal, dass queere Menschen einfach echt viel durchmachen in einer Gesellschaft, die ihnen vermittelt, dass sie falsch so sind, wie sie sind. Und ich habe tatsächlich heute ein TikTok gesehen von Beatrix von Storch von der AfD. Und es ist einfach scheiße. Und solange es so Leute wie Beatrix gibt, solange brauchen wir Sichtbarkeit und solche Sendungen, solange müssen wir laut werden, solange müssen wir darüber sprechen und nicht einfach nur irgendwie, wie es vielleicht vorher mal gesagt wurde, vorsichtig da sein und Leuten nicht zu sehr unsere Identität aufbinden. Nein, wir müssen laut sein. Ich möchte, so gut es geht, dass was ich hier mache und was ihr macht und was andere AktivistInnen machen, dafür sorgt, dass so wenig wie möglich Kinder in Zukunft das durchmachen müssen. Dass so viele wie möglich etwas davon mitnehmen und weniger Scheiße durchmachen müssen und sich gehört und gesehen fühlen und verstanden fühlen. Es gilt der Dresscode weiß bei einer White Night wie jetzt. I'm ready for the star. Yay! Oh, toll! Oh, wie schön! Nimm Taxa! Und ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe über das Thema Alkohol. Es wird immer noch hardcore platziert und jede Gelegenheit, die es gibt, wird schön Alkohol als Sponsor eingeblendet. Und ich hoffe, wünsche mir in Zukunft einfach wirklich auch, ich sehe immer wieder InfluencerInnen, die Werbung für Alkohol machen und ich wünsche mir wirklich, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind und das einfach nicht mehr machen. Ich finde, dass bestimmte Substanzen, die mit so viel Problemen einhergehen, dafür sollte keine Werbung gemacht werden. Und das sehe ich überall so in der Verantwortung. Kein Verkaufsverbot. Ich bin tatsächlich für ein Werbeverbot für Substanzen, die so problematisch sind. Und ich habe ja einmal auf das Alkoholvideo reagiert. Ich kann euch das gerne mal verlinken. Und da habe ich, glaube ich, sehr ausführlich darüber gesprochen. Da werden auch sehr, sehr gute Punkte genannt, auch von den anderen. 5 cl Metaxa, 6 cl Ginger Ale, 2-3 Alkohol und eine Gurkenscheibe, Leute. Das ist der neue Drink. Ich liebe es, Cocktails zu mixen. Oh. Wer möchte denn alle Metaxa Ginger Ale? Der Prinz kommt. Oh. Hey. Wisst ihr, was mich richtig doll nervt? Ich suche seit Ewigkeiten einfach mal nach einem weißen Anzug. Weil ich möchte auch einen weißen Anzug haben. Aber ich finde keine Hose, keine weiße Anzughose, die nicht durchsichtig ist, wo man nicht die Taschen durchsieht, an den Seiten und hinten. Und ich finde das doof. Oder die Unterhose im Zweifel auch durchsieht. Ich möchte einen Stoff, der dick ist. Und ich möchte natürlich nicht, dass der aus Seide ist. Könnt ihr mir bitte helfen? Dankeschön. Hey. Hey. So viele Küsse. Einmal, ich mach mal 3 jetzt. Wir müssen heute auf jeden Fall mal zu zweit reden. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Okay. Okay, ich habe eine Theorie. Er verabschiedet sich. Passt nicht. Ich würde dich gern fragen, warum ich hier bin. Warum du hier bist? Mhm. Okay, wow. Ich liebe das gerade tatsächlich. Ich gebe mir da schon sehr, sehr viel Mühe. Und für mich hier ist das auch sehr emotional schwierig. Also ich lasse halt permanent die Hosen runter. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das mal bei dir ein bisschen ankommt, wie sehr ich mich hier ins Zeug lege. Also, wir haben halt Jungs hier dabei, die machen halt einen entspannt auf Cluburlaub und denen ist es eigentlich egal, ob du auf sie zukommst oder nicht. Und ich bin halt jedes Mal einer derjenigen, der halt wirklich permanent wartet, bis er zum Zug kommt. Ah, ja, bis eben fand ich es schön. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man, ich glaube, es ist Unsicherheit, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man andere mit runterziehen muss, um irgendwie einen Punkt zu machen. Und natürlich gibt es Leute da, aber es reicht, glaube ich. Die Aussage wäre an sich cool gewesen, wenn einfach gesagt hat, hey, ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, wie sehr ich hier die Hosen runterlasse, weil das ist ein total schönes Statement. Aber ich glaube nicht, dass Fabian das so bewusst ist. Ich glaube, es ist auch teilweise schwer, das so zu sehen. I don't know, ich bin ja auch nicht da. Aber ich finde es schön, dass Markus sich sehr verletzlich zeigt und auch ganz klar kommuniziert und offensichtlich irgendwie auch weiß, was er will. Ich war sehr überfordert von der Konfrontation, die mir Markus gegeben hat, muss ich sagen. Ist ja ganz interessant, Fabian sagt, er ist überfordert, weil sich die Machtverhältnisse umdrehen. Ich glaube schon, dass Fabian ihn umgekehrt ja auch schon mehrfach konfrontiert hat und sich vielleicht auch der eigenen Machtsituation oder eine Machtwirkung gar nicht so bewusst ist, die er als Prinz hat. Ich glaube, einerseits zu sagen, ich möchte gerne Alpha-Männchen, andererseits sagt er, ich bin überfordert, wenn du mich so konfrontierst, ist ja spannend, ne? Das passt ja eigentlich nicht so gut zusammen. Eigentlich hat Markus nämlich genau das gemacht, was Fabian möchte, nämlich die Sache in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ich konfrontiere dich. Ist dir das eigentlich bewusst? Man kann natürlich über die Art und Weise streiten, aber das wollte ich mal dazu sagen. Wie geht's dir? Gut. Ich bin überfordert, ehrlich gesagt, aber. Ja, das glaube ich. Alter, warte nicht. Die Spannung steigt an.
Hallo Furzi. Ich würde mir ja wünschen, dass du mal ehrlich zugibst, in welchen Situationen du mit dem Prinzen heimlich einen hast fahren lassen. Ja, mir geht's gut, solange ich dich sehe. Ja, armer Bub. Genau. Love and fire, accusing and denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos. Der Kurs war sehr schön. Der Fabik ist wirklich gut. Das ist auch mit sehr viel Leidenschaft irgendwie jetzt schon, ja. Weil ich glaube, wir verstehen uns einfach so, wie das funktionieren soll, ja. Ich glaube halt wirklich fest daran, dass das, was Fabian und ich hatten, was Besonderes ist. Und dass uns quasi deshalb niemand aufhalten kann, auch wenn jetzt hier geknutscht wird. Ich glaube da jetzt einfach mit voller Seele dran, ja. Ach man, Fabi. Ja. Was geht in deinem Kopf vor? Für mich ist es ja auch süß, ne? Aber das kann halt auch schon auch verletzend werden. Du hast geraucht. Das kann stimmen. Entschuldigung. Boah. Horror, ich hasse Rauchen und der hat kurz davor geraucht. Ich dachte echt, Junge. Oh, das ist eine starke Reaktion. Ich muss aber zugeben, dass ich die nachempfinden kann. Also frisch nach dem Rauchen, ich kann es nicht. Ich fand es sehr harsch, die Art und Weise, weil sie hat es ja nicht mit Absicht gemacht, so, aber ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie so, also mir wird auch tatsächlich nicht gut davon. Und jetzt gibt es eine kleine Zeitreise. Jeder hat einen Brief an sein jüngeres Ich geschrieben. Auch Prinz Fabi. Lieber Dennis, du sitzt gerade wahrscheinlich an der Playstation mit deiner Schwester, spielst Tekken und fragst dich ständig, warum du eher die weiblichen Charaktere spielen möchtest. Die Antwort ist ganz einfach. Du liebst all das, was Männer in deinem Umfeld angeblich nicht dürfen. Glitzernde Sachen tragen, weinen und ganz besonders auf Zehenspitzen durch die Gegend zu stolzieren. Auf dich kommt eine Zeit zu, in der du deine Männlichkeit hinterfragen wirst. Weil alle um dich herum muskulöser werden, stärker aussehen und Freundinnen haben. Du wirst lange Zeit denken, dass du in falschen Körper steckst, weil du all diese Sachen gar nicht für dich selber haben möchtest und Gefallen an dem findest, was Frauen eigentlich so mögen. Ich wünsche, ich könnte dir den ganzen Schmerz nehmen, der auf dich zukommt. Aber ich weiß auch, dass dich dies zu einem ganz tollen Menschen machen wird. Aber glaub mir, denn genau dieser Mensch bin ich gerade. Ich liebe dich. Ich kann da gar nicht mehr viel zufügen. Ich finde es einfach sehr rührend und schön. Und ich finde es auch einfach sehr wichtig, weil das sind alles Sachen, die ich sehr gut nachempfinden kann. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, vielleicht an anderen Stellen mehr. Aber ich glaube, diese Szenen sind so wichtig, weil sie eben Menschen, die nicht davon betroffen sind, die Perspektive einmal schildern, die sie sonst nie bekommen, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen. Warum es nicht reicht, dass Menschen sagen, ist mir doch egal, wer wen liebt, auch wenn das total gut gemeint ist. Aber man sieht ja, was wir durchmachen. Lieber Basti, halte durch, du schaffst das. Auf deinem Weg durch die Welt wirst du auf viele große Hürden stoßen. Auch wenn du dich immer fehl am Platz fühlst, wird sich alles zum Guten wenden. Irgendwann jetzt fließen ganz viele Tränen. Wirst du die Menschen finden, die an dich glauben und dich so lieben und wertschätzen, wie du bist. Sei stolz auf das, was du bist. Schau nicht so sehr nach links und rechts und geh deinen eigenen Weg. Hab keine Angst. Also wenn man über die Ampel geht, bitte schön weiter nach links und rechts gucken. Und auch, wenn ihr im Auto sitzt und abbiegen wollt. Ich bitte darum. Angst davor, du selbst zu sein. Denn das wird irgendwann deine Stärke. Und vergiss nicht, dass du der Autor deiner eigenen Geschichte bist. Be proud, be you. Und scheiß auf die Meinung anderer, die sich selbst noch nicht gefunden haben. Ich liebe dich. PS, hör auf, dir die Augenbrauen zu zupfen. So blöd es auch klingt, aber es hat mich gefreut, dass der Fabi geweint hat. Und dass er mich als Ersten in den Arm genommen hat. So. Ich weiß, du stehst gerade in einem großen Scherbenhaufen deiner Kindheit.
Du wirst auch erstmal keine tollen Jahre haben. Du wirst deine Familie zerbrechen sehen. Das bei den Nachbarn um Geld und Essen betteln wird bald vorbei sein. Du wirst an diesen Sachen, an deiner Kindheit, lernen und wachsen und wissen, wie du niemals mehr leben möchtest. Aktuell bin ich im Jahr 2022. Du hast vieles richtig gemacht und an deinen Fehlern bist du gewachsen, auch heute noch. Drück uns die Daumen und vergiss nie dein Motto: Life is just a party, so come as you are. Danke. Ich habe meine Gedanken für den Moment auf jeden Fall verbrannt und das symbolisiert schon einen Abschluss. Mann, sind alle total gerührt. Ich habe nur 4 Wörter. Kurz und knapp, du bist eine Schwuppe. Wenn du jemals jemanden findest, der dich liebt und den du liebst, bitte halte an ihm fest und lass nicht los, nur weil die Welt um dich herum kollabiert. Du darfst die 4 Wörter vorlesen. Immer wenn es mir schlecht geht, immer wenn es mir scheiße geht, immer wenn der Tiefpunkt meines Lebens da ist, schaue ich auf diese 4 Wörter. Auch das geht vorbei. Ich fühle auf jeden Fall jetzt eine andere Art von Nähe. Dieses Öffnen mit den Jungs hat ganz stark in mir was bewirkt. Denn wisst ihr was? Das Besondere daran ist, und das habe ich glaube ich in der letzten und vorletzten Folge mal angesprochen, ist, dass Verletzlichkeit zeigen, das ist eine Form von Stärke. Und das ist tatsächlich etwas so Persönliches, so eine persönliche Situation, in der man Menschen tatsächlich kennenlernt und tatsächlich Seiten an Menschen kennenlernt. Schöne Seiten, verletzliche Seiten. Und nicht einfach nur, trinkst du gerne Wasser oder Sekt und tatsächlich mal ein bisschen mehr in die Tiefe und etwas über diesen Menschen kennenlernen, was diesen Menschen ausgemacht hat, wieso der Mensch, der jetzt vor ihm steht, zu dem geworden ist, was er ist. Lange hast du dein Leben nach den Vorstellungen anderer gelebt. Dir war wichtiger, den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, als völlig du selbst zu sein. Du warst davon überzeugt, du bist nur wertvoll, wenn dich andere toll finden. Er spricht nur in der Vergangenheitsform. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das etwas ist, mit dem ganz, ganz viele Menschen immer noch strugglen und auch ich immer noch struggle. Ich wünschte, ich könnte das einfach beiseite legen, indem ich einfach sage, dass es nicht so ist. Aber es ist ein Struggle und man arbeitet dran. Kleiner Fabian, der hat nicht immer Lust auf alles. Und er möchte umarmt werden und sich geborgen fühlen. Es ist Zeit, deine Haltung zu ändern. Denn du bist gut, so wie du bist. Du darfst die perfekte Hülle ablegen und deine verletzliche Seite zeigen. Fabians Brief fand ich auch total schön und es war Wahnsinn, weil bisher war er schon irgendwie so diese starke Schulter und heute hat er einfach mal auch sich einfach in die anderen reinversetzen können und auch selbst einfach mal loszulassen und das fand ich total schön. Eine Sache, die ich jetzt mal ganz kurz zum Schnitt sagen muss, einfach nur, damit ihr versteht, was mit dem Schnitt alles gemacht werden kann. Zum Beispiel das Intro, was wir jetzt nicht gezeigt haben, aber wir haben es ganz vielleicht einmal kurz einschneiden. Ich habe mich leider entschlossen, dass es nicht passt und ich musste die Krawatte abnehmen. Im Intro sieht man eine Szene, in der Fabian sagt, ich muss dich heute gehen lassen oder du kriegst keine Krawatte oder was auch immer. Und danach sieht man eine Gruppe an Menschen, die sich umarmen. Und es wirkt so, als ob sich diese Menschen von einem Menschen verabschieden. Jetzt sieht man den Kontext und es ist was komplett anderes. So viel kann der Schnitt machen. Wird wirklich von Nacht zu Nacht, wo jemand gehen muss, hier einfach krasser. Spoiler-Alarm, ne? Spoiler-Alarm für alle, die nicht wissen wollen, wer rausfliegt. Grundsätzlich weiß ich, warum ich die Leute gehen lasse. Es ist halt nicht das Match als Traumpartner. Aber jetzt halt heute in dieser White-Night-Situation ist nochmal besonders schwierig, finde ich. Und trotzdem muss ich jetzt diese Entscheidung treffen. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken für heute Abend. Ich fand es ein sehr, sehr berührender Moment mit euch, dass wir uns alle so geöffnet haben. Fand ich sehr, sehr schön. Und ich muss mich leider auch heute Abend wieder von einigen Männern verabschieden. Leon. Ich bin strukturiert. Du bist kreativ. Und vielleicht ist es eine gute Mischung. Möchtest du die Krawatte behalten? Sehr gerne. Eine Erfolgsstory. Nicht schlecht. Tim, bitte. Wir haben heute nicht viel gesprochen, aber ich habe deine Botschaft verstanden. Joelle, bitte. Joelle, ich schätze deine Offenheit. Danke dafür.
Ich check's halt nicht so ganz. Also von dem, was man sieht, hat er mit Joel halt quasi noch gar nicht geredet und ein einziges Date am Anfang gehabt. Also wird halt nichts gezeigt. Joel, kannst du mir bitte mal kurz erklären, was da los ist? Schreib's in die Kommentare. Aber Joel, bitte. So. Basti, du hast mich heute emotional berührt und ich habe mich tief verbunden gefühlt. Möchtest du die Krawatte behalten? Ja, sehr gerne. Markus, bitte. Mein Gefühl ist absolut wie Markus. Also ich finde, er hat eine ganz gute Antenne. Wieso willst du überhaupt, dass ich bleibe? Weil als außenstehende Person hat man genau das Gefühl von Fabian ihm gegenüber. Markus, du hast heute Ehrlichkeit von mir gefordert. Und ich bin noch mal in mich gegangen. Ich habe mich leider entschlossen, dass es nicht passt. Und ich musste die Krawatte abnehmen. Trotzdem alles gut. Es tut mir ein bisschen leid für Markus, aber ganz ehrlich, Markus, ich glaube, es ist besser so. Alles Gute für dich. Dankeschön. Lass dich drücken. Viel Spaß euch, Jungs. Ciao. Ciao. Du bist Chaos. Und du bist hier. Boah, wie dramatisch das manchmal geschnitten wird, wenn man so drauf achtet, ne? Gang. Und das ist eine geile Mischung. Ich freue mich, dass du hier bleibst. Ich freue mich sehr. Ich habe das schönste Kompliment bekommen, was man mir eigentlich machen kann. Manu, bitte. Ich tippe auf, er fliegt raus. Manu, du bist ein tolles, intellektuelles Energiebündel. Und ich habe dich lieb gewonnen. Allerdings für mich nur auf platonischer Ebene. Es tut mir sehr leid, ich muss dir die Krawatte abnehmen. Alles gut. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ciao. Tschüss, guys. Ciao, Mann. Es war heute ein intensiver, emotionaler Tag. Ach, das war's schon. Dann sind alle weiter. Ja, top, okay, ja. Hey. Ich glaube, ihr dürft alle mal richtig durchatmen und lächeln und locker machen. Tankt Energie, quatscht noch ein bisschen und schlaft gut. Bis bald. Ciao. So, ihr lieben Menschen, das war's für die Folge. Ich glaube, von meinem Gefühl her war es sehr emotional. Es sind auch ein paar problematische Sachen gesagt worden. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Langsam habe ich auch das Gefühl, ich kann mir Namen merken. Okay, das war gelogen, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr kennt das Spiel, liebe Leute. Ihr kennt das schon. Dann sagt ihr einmal kurz Hallo Johannes, Hallo Aljoscha, Hallo Algorithmus. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ihr könnt das Video teilen, ihr könnt es liken, ihr könnt es abspeichern, weiß nicht, ob das geht. Bei WhatsApp, egal was, alles, was irgendwie so ein bisschen hilft, da freue ich mich. Das ist eine Art, hey Aljoscha, ich habe heute einen Löffel für dich. Positives Ding für meinen Kanal und Video und so. Und ich freue mich natürlich, ja. Ganz, ganz toll. Es macht mir richtig doll Spaß mit euch. Ich muss das einfach echt mal sagen, liebe Leute. Es macht mir einfach wirklich viel Spaß mit euch. Und ich lese mir die Kommentare durch. Und es ist mir einfach ein Mordsgaudi. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke. Warum habe ich gerade Gaudi gesagt? Das habe ich noch nie gesagt. Egal. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zweifel ich hatte, diesen Kanal zu machen. Und zu sehen, dass in so kurzer Zeit so viele Leute da sind. Und das, es gibt mir wirklich sehr, sehr viel. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Ich möchte euch das gerne mal zurückgeben und spiegeln. Und ja, ich habe euch lieb. Und ich gebe euch Knuspergürkchen jetzt einen Konsenskuss und eine Konsensumarmung. Tschüss. Und so geht's nächste Woche weiter bei Prince Charming. Der hat schon was gerade in mir ausgelöst. Die haben auch hart rumgemacht, hör mal. Ich finde das zum Kotzen, ganz ehrlich. Du musst damit rechnen, dass jemand anderes an ihm dran ist und nicht du. Ich hinterfrage jetzt halt gerade alles. Keiner ist sich seiner Position so richtig sicher. Leider haben sich bei mir keine romantischen Gefühle entwickelt. Fuck, ist das scheiße alles.